Hallo, ist das hier das Bitterli von Langenthal? Ich weiß nicht, ob du mich kennst. Vielleicht hast du meine frühere Band Straight Jacket mal gesehen. Wir waren da in der Region sehr aktiv gewesen. Oder du bist vielleicht mal an einem Singer-Songwriter-Konzert von mir im Chrämi oder im Prof oder so gewesen. Vielleicht kennst du mich aber auch von der Kunst her. Also hast du vielleicht mal meine Acrylbilder gesehen, sei es jetzt Lotzu oder das Langenthal irgendwo. Oder du bist dann im Kunsthaus gsi, wo ich meine Diplomausstellung hatte, zur digitalen Malerei. Vielleicht kennst du mich einfach auch aus der Vineyard, weil ich dort ja sehr lange viel Musik gemacht habe. Oder bist du mal zu Bern Metal Church gsi. Vielleicht kennst du mich vom Projekt von Chase Romero, wir sind gerade ein Album aufnehmen. Und ja, auch im Lacuz ein Konzert gehabt. Genau. Ich möchte mich hier anschliessen. Als jemand, der sehr, sehr an Kultur interessiert ist und möchte mich da eben auch ein bisschen einmischen, was die Lacuz-Geschichte angeht. Ich finde es irgendwie recht schade, dass der passiert. Ich war vor Jahren relativ viel im Lacuz. Ich habe sehr geschätzt, dass dort immer eigentlich interessante, spannende Leute waren und ich mit ihnen über alles reden über Gott und die Welt. Und das im wahrsten Sinn, weil ich meine, mit meinem christlichen Hintergrund und so. Als Nichtraucher und einer, der nur ab und zu ein Bier trinkt, habe ich mich trotzdem sehr, sehr wohl da gefühlt und habe immer extrem spannende Gespräche gehabt, sehr tolerante Leute erlebt. Genau, viele Kollegen von mir haben da gespielt, wie ich es schon eben geschrieben habe, irgendwie. Sehr viele Lokale, aber auch solche, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so lokal sind, sondern vielleicht weiter herum bekannt. Es hat mich cool gefunden, immer wie unkompliziert es dort die Sache läuft und so weiter und so fort. Auch wenn es vielleicht manchmal ein chaotisch ist oder so, aber ich meine, das ist auch schön, dass es einen Ort gibt, wo nicht alles so durchstrukturiert muss sein wie im Rest von unserer Kultur. Genau, und als angehender Lehrer und Künstler sowieso muss ich einfach sagen, es gibt viel zu wenig so Orte, wo man real Erfahrungen machen kann. Es gibt genug virtuelle Sachen oder Papierkriegssachen, wo man irgendwie kann im entferntesten Sinn als Kultur abtun. Aber dort, wo man wirklich Bekanntschaften schließt, dort, wo wirklich Gespräche auch entstehen und dort, wo man auch real Musik und Kunst als solches kann zusammenteilen, von den Orten gibt es zu wenig und die sterben irgendwie aus. Und wenn ihr euch nur darüber beschwert, liebe Eltern zum Beispiel, dass eure Kinder irgendwie den ganzen Tag nur vor dem Fernseher oder vor dem PC hocken, dann ja, helft mit, dass so Orte wie das Lacuz nicht aussterben, nur weil eine Einzelperson irgendwie das Gefühl hat, er kann irgendwie neben einem Lokal wohnen und hat dann die gleiche Ruhe wie irgendwo in einem Familienquartier. Liebe Leute, brauchen doch irgendwie, weiss doch nicht, wenn ihr eine Wohnung anschaut, dort noch vorher informieren. Es ist schade, wenn er nur wegen einer Einzelperson eigentlich hunderte von Leuten müssen auf Kultur verzichten. Genau, eben wie gesagt, ich weiss nicht, ob es etwas bringt, aber ich finde, ich möchte mich einfach diesen Leuten von Loud is Good anschliessen und euch auffordern, wenn auch du im Lacuz irgendwie etwas zu verdanken hast, dann mach dich laut. Weil Loot ist gut.